Wir haben in Deutschland einen riesigen Fachkräftemangel. Es ist offensichtlich, dass wir Zuwanderung brauchen. Ein Satz und hier sieht man, wie die Nussschalen geschickt hin und her geschoben werden. Ja, es ist richtig. Wir haben einen Facharbeitermangel. Uns fehlen Spezialisten. Das heißt aber nicht, dass wir per se die Toren und die Schleusen öffnen sollten für jedweden, der an unsere Türe klopft und sagt, es wäre toll, bei euch leben zu können, Leistungen zu beziehen und als Kirsche oben auf der Torte vielleicht noch die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Wir müssen reden. Ricarda Lang hat, es ist noch keine 15 Stunden her, einen Tweet abgesetzt und eine Breitseite abgefeuert. Wieder einmal volle Lotte gegen Friedrich Merz. Und es ging um Einwanderung oder ging es um Reisepässe oder ging es gar um Facharbeitermangel. Ihr war es egal. Hauptsache, sie konnte ihre Klientel bedienen. Einer war bedient und das ist Peter Jöken. Und er hat Ricarda zum Thema in seinem heutigen kritischen Kaffee gemacht. Für uns Gelegenheit, dazu Stellung zu beziehen. Hier unsere Reaction und ich kann euch sagen, bleibt dran, es lohnt sich. Wer mehr davon hören will, abonniert diesen Kanal. Aber ich schweife ab. Kommen wir zurück zu dem, was Peter beschäftigt, bewegt, aufgeregt hat. Und das um 2.48 Uhr. Hallo und guten Morgen, Frühaufsteher. Tabak, Kaffee, Alkohol, Haschisch, Blausäure, Strychnin sind schwache Verdünnungen. Das sicherste Gift ist die Zeit. Vor allem die frühe Zeit. Es ist 2.48 Uhr und ich denke mich in den Tag hinein. Abseits von der Fußball-Weltmeisterschaft gibt Ricarda Lang, die Frontfrau der Grünen, wieder Laute von sich. Ihr war es wohl wieder einmal langweilig. Sie twitterte gestern, dass sie die Kritik von Friedrich Merz am Vorhaben der SPD, die deutsche Staatsbürgerschaft im Billig- und Schnellverfahren allen, die nicht bei drei auf den Bäumen sind, nicht verstehen könne und unterstellte dem CDU-Vorsitzenden einen Mangel an Wirtschaftskompetenz. Dazu muss man sagen, dass das, was Peter da anspricht, im Grunde genommen ein extrem billiger Taschenspielertrick von Ricarda Lang war, denn in dem Tweet, den Peter anspricht, ging es um Folgendes, also vor 13 Stunden erst abgesetzt, ihr seht, es ist taufrisch. Wir haben in Deutschland einen riesigen Fachkräftemangel. Es ist offensichtlich, dass wir Zuwanderung brauchen. Ein Satz und hier sieht man, wie die Nussschalen geschickt hin und her geschoben werden. Ja, es ist richtig, wir haben einen Facharbeitermangel. Uns fehlen Spezialisten. Das heißt aber nicht, dass wir per se die Toren und die Schleusen öffnen sollten für jedweden, der an unsere Türe klopft und sagt, es wäre toll, bei euch leben zu können, Leistungen zu beziehen und als Kirsche oben auf der Torte vielleicht noch die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Das heißt, genau an dieser Stelle wird von Ricarda Lang, vielleicht kennt sie auch gar nicht den Unterschied zwischen einem Facharbeiter, der zum Beispiel eine abgeschlossene Ausbildung als Qualifikation nachweisen muss. Eine solche Ausbildung hat sie nie durchlaufen, einen Abschluss hat sie nie erhalten. Das heißt, es geht nicht darum, allen etwas zu geben, die hier wollen, sondern denen etwas zu geben, die etwas können. Aber ich schweife ab, wir kommen zurück zu dem, was Peter von sich gegeben hat. Von nichts eine Ahnung, aber zu allem eine Meinung haben, stellt er fest in Bezug auf Ricarda Lang. Und so ganz weit liegt er ja da nicht neben dem, was ich gerade gesagt habe. Das ist das, was Ricarda Lang zu einer gewichtigen Meinungsträgerin in der ökofaschistischen Sekte, die auf obskuren Wegen an die Regierung gekommen ist, macht. Ob die Wege obskur waren oder einfach nur, ich sag mal, unglücklich in der Konstellation, sei mal dahingestellt. Fakt ist, nun ist sie da, nun redet sie mit und sie ist mit dem, was sie sagt, tatsächlich schwer zu ertragen. Denn im Grunde genommen ist Ricarda Lang tatsächlich ein Lautsprecher und damit nervt sie eigentlich und in der Tat. Aber kommen wir zurück. Das
grüne Lebensgefühl kollidiert so zuverlässig und regelmäßig mit der Lebenswirklichkeit, dass es kaum mehr jemanden noch auffällt. Deswegen fühle ich mich geradezu herausgefordert, auf diese vergleichsweise unbedeutende Anmerkung von Lang gegenüber Merz und der CDU zu reagieren. Peter, es ist keine harmlose Aussage. Es zeigt nämlich das System, die Struktur und auch im Detail die Vorgehensweise, mit der grüne Politik gemacht wird. Man nimmt sich einen kleinen Punkt, bläst ihn auf, verschiebt ihn nach links und kann dann Klientelpolitik vom Feinsten betreiben. Langs Twitter-Gezwitschere trieft vor Dummheit, Inkompetenz, unfassbarer Arroganz gegenüber der Öffentlichkeit und den Gesetzmäßigkeiten des normalen Lebens. Ja, sie redet von der Farbe und vom Leben wie ein Blinder. Seit 2015 strömen jede Menge Fachkräfte in unser Land. Hier nimmt Peter Bezug auf die Zuwanderungswelle, die wir haben und die zu einer echten problematischen Situation geführt haben. Die Störungen in unserer Gesellschaft, erzeugt durch die fehlende politische Bereitschaft, Integrationsprozesse zu initiieren, sind inzwischen so gravierend geworden, dass sie uns größte Sorgen bereiten sollten. Lang fordert 400.000 Fachkräfte jährlich, um dem, so ihre Formulierung, demografischen Tsunami, der da auf uns zurollt, entgegenwirken zu können. Wir reden über 400.000 Fachkräfte, Menschen mit Fähigkeiten und Fertigkeiten, so nennt man Kompetenzen, ausgestattet, die wir aus eigenen Reihen hier nicht darstellen können. Knapp das Fünffache dessen, was Lang an Zuwanderung von Fachkräften fordert, ist seit 2015 in unser Land gekommen. Auswirkungen auf die Linderung des Fachkräftemangels hat das bisher keine gehabt. Etwa 55,2% beträgt der Anteil der Belastung des Sozial- und Rentensystems durch Fachkräfte, in Anführungszeichen, also durch Menschen, die sich eben nicht durch diese speziellen Qualifikationen hervortun, sondern sofort und unmittelbar unserem Sozialsystem zur Last fallen. Darüber zu sprechen ist in unserem Land verfemt. Aber ich kann da nicht still bleiben. Vor allem, wenn ich solche geistlosen Twitter-Anmerkungen von Leuten lese, die selber nichts, aber auch gar nichts auf die Reihe kriegen. Außer, dass sie die Gesellschaft spalten, die deutsche Wirtschaft zerstören und mit ihrer dümmsten Energiepolitik, die die Welt jemals gesehen hat, Deutschland in Richtung Abgrund führen. Ja, hier entsteht ein sich selbst versorgendes System. Wie, wenn nicht auf einem politischen Sitz, könnte jemand wie Ricarda Lang derzeit draußen agieren, leben und überleben? Sie würde ebenfalls dem Sozialsystem zur Last fallen. Spannend ist übrigens, dass eine Frau, die niemals einer qualifizierten Arbeit nachging, in einer Gewerkschaft aktiv ist. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ist so. Der Gesetzentwurf stammt aus dem von Nancy Faeser, SPD, geführten Innenministerium und wird von Ricarda Lang und ihren Grünen stark gefördert. Die Neubürger müssen weder die Sprache beherrschen, noch ihre bisherige Staatsbürgerschaft abgeben. Betroffen sind vor allem Migranten, die mit der Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen sind. Und hier merkt man jetzt, hier werden Äpfel mit Birnen verglichen. Eben noch war von qualifizierten Fachkräften die Rede, die bei uns ein Defizit ausfüllen sollen, also tatsächlich Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringen, an denen hier ein starkes Interesse besteht, die tatsächlich den Standort Deutschland stärken, die die mittelständischen Unternehmen fördern könnten, stabilisieren könnten, unterstützen könnten. Hier ist jetzt die Rede von Menschen, die tatsächlich hierher kommen und bleiben wollen. Und die dann auch noch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, die im Falle der Zuwanderung von Fachkräften vielleicht gar keine Diskussion ist. Deren Kinder, die hier geboren wurden, bekommen automatisch den deutschen Pass, sofern Mutter oder Vater seit 5 Jahren einen rechtmäßigen, gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben.
alleine das zur Kenntnis zu nehmen und gleichzeitig zu wissen, dass die Grünen dabei sind, unser Land abzuwirtschaften, es in die industrielle Bedeutungslosigkeit zu regieren, finde ich unfassbar, so Peter. Dass Merz, dem man vieles nachsagen kann, aber nicht fehlendes wirtschaftliches Wissen und berufliche Erfahrung von Lang mit einem derart dummen Kommentar begegnet wird, das raubt mir fast den Verstand. Wir haben den Fachkräftemangel nicht auf dem Arbeitsmarkt. Durch die Deindustrialisierung sinkt der Bedarf an Fachkräften. Deutschland taumelt dem Abgrund entgegen. Hier ist es tatsächlich so, ja, uns fehlen Spezialisten in vielen Bereichen. Die Frage, inwieweit so etwas ad hoc durch den Zukauf, durch attraktive Lockangebote aus dem Ausland zu besetzen sind, ist tatsächlich erstmal eine Diskussion. Denn wir hatten diese Kampagnen schon in den letzten 20, 30 Jahren, wo es darum ging, dass man überlegt hat, wen will man holen. Hier wurde diskutiert, wollen wir die überhaupt? Draußen hieß es irgendwann, nö, Deutschland ist für uns gar nicht interessant. Wenn ich tatsächlich ein IT-Spezialist bin, gehe ich doch tatsächlich dann eher dorthin, wo die Rahmenbedingungen, die Arbeitsbedingungen sinnvoller und besser sind als in Deutschland. Das heißt, hier verkennen wir tatsächlich, dass für die wahren, kompetenten Fachkräfte der Standort Deutschland vielleicht suboptimal ist und überschätzen die Anziehungskraft. Wir haben die Signale in den letzten Jahren eher rausgesendet in eine ganz andere Richtung. Wir sind das Schlaraffia für Menschen, die vielleicht gar nicht so leistungswillig und vielleicht gar nicht so leistungsfähig sind, sondern einfach ihren Sozialstatus optimieren wollen. Wäre mal eine Überlegung wert. Aber ich schweife ab, kommen wir zurück zu dem, was Peter auf der Seele liegt. Ricarda Lang, Studienversagerin und ohne jede berufliche Vorbildung und oder Erfahrung, wirft dem studierten Volljuristen und in der freien Wirtschaft erfolgreichen Friedrich Merz Inkompetenz vor. Ich finde das einfach unfassbar, sagt Peter Jürgen. Natürlich ist dieser perfide Plan, den Illegalen mit Gewalt erzwungenen Grenzübertritt noch mit dem deutschen Pass zu belohnen, ein Schlag ins Gesicht der Millionen, die jahrzehntelang hier gearbeitet und eingezahlt haben und nun mit einer kümmerlichen Rente auskommen müssen. Denen droht, im Winter in einer kalten Wohnung zu sitzen, weil sie die durch diese grünen Ganoven in die Höhe getriebenen Energiekosten nicht mehr bezahlen können. Und die Langs, Fäsers und Habecks schlagen mit dem angeblichen Schritt, den Fachkräftemangel mit der neuen Gesetzgebung erfolgreich bewältigen zu können, drei Fliegen mit einer Klappe. Es wird dann keine illegalen bzw. geduldeten mehr geben und der Anteil an Deutschen steigt mit allen seinen Auswirkungen auf statistische Steuerungsdaten wie Arbeitsmarktdaten und Kriminalitätsstatistiken. Denn dann sind alle Deutsche. Die dritte Fliege, die geklatscht wird, das ist der schöne Nebeneffekt der Wahlbeeinflussung der Neudeutschen, die aus Eigennutz und Dankbarkeit natürlich potenzielle Wähler des Linksgrünen sind. Hier bin ich etwas anderer Meinung als Peter, denn hier handeln hundertprozentig sehr, sehr viele mit Zitronen. Denn ganz ehrlich, Dankbarkeit und Loyalität darf man von unseren Neubürgern nicht wirklich erwarten. Ich kann mir kaum vorstellen, wenn sie die Früchte der Arbeit geerntet haben, dass sie dann brav und artig auch dieser Pflicht nachkommen, tatsächlich zur Wahlurne in Zukunft zu gehen, weil sie haben ja dann, was sie wollten, und ich glaube nicht, dass hier so konsequent nachhaltig agiert wird im Kreise derer, die ohnehin eine Subkultur, einen Staat im Staate aufbauen. Aber vielleicht lasse ich mich da auch tatsächlich in Zukunft eines Besseren oder Schlechteren belehren. Das kann man auch Wahlbeeinflussung nennen. Dank Ricarda und ihren Gesinnungsgenossinnen, wir können uns auch selbst verarschen. Ich kann nur hoffen, dass die Inkompetenz der Regierenden rechtzeitig vor der irreversiblen, ultimativen Katastrophe gestoppt werden kann. Wozu braucht man Fachkräfte, wenn man sich selbst deindustrialisieren kann? So Peter weiter. Es gibt keine Vision für Deutschland, im Gegenteil,
oder gibt es eine Vision gegen Deutschland? Abschließend möchte ich ein Beispiel erwähnen, das klar aufzeigt, wie ziel- und planlos die linksgrüne Regierung unterwegs ist. Der Fachkräftemangel in der Pflege. Man spricht von etwa 300.000 fehlenden Pflegekräften in den kommenden 6 Jahren. Er ist nicht zuletzt dadurch entstanden, dass genau die fehlende Menge an Schwestern und Pflegern frustriert und ausgebrannt aus dem Beruf ausgeschieden sind. Weil die Arbeitsbedingungen, die Bezahlung und die gesellschaftliche Anerkennung einfach zu schlecht sind. Von diesen 300.000 deutschen Berufsmigranten wäre etwas mehr als die Hälfte bereit, bei entsprechender Anpassung der Politik den Beruf und die Berufsbedingungen attraktiver zu machen, sofort wieder in ihren Beruf zurückkehren würden. Damit wäre das Problem für den Moment gelöst. Die bereits ausgebildeten, vor allem auch deutschsprachigen Pflegekräfte sind da. Sie könnten schnell aktiviert werden. Das ist ein riesiges arbeitsmarktliches Potenzial, das hier verschleudert wird. Ach, ich vergaß. Das sind ja Bio-Deutsche, größtenteils jedenfalls. Die haben ja in diesem Land eh keine Lobby mehr. Zu dem Thema Bio-Deutsche, lieber Peter, habe ich etwas in Vorbereitung, da müssen wir drüber reden. Denn ganz ehrlich, so von Kartoffel zu Kartoffel, da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht jeden Schuh anziehen und uns auch mal überlegen, wie die Methode dahinter aussieht und was man hier tatsächlich vorhat mit diesem Bashing. Aber das ist eine ganz andere Baustelle. Es gibt so viele Lösungsmöglichkeiten in der Politik, dieses Land wieder aufzurichten, es wieder zu stärken und in eine gute Zukunft zu führen. Das wollen aber weder Ricarda Lang noch ihre politischen Mitdilettantinnen. Sie wollen Deutschland ausmerzen. Sie wollen uns für dumm verkaufen. Wann merkelt ihr das endlich? Danke, Peter, für diese reichhaltige, umfassende Betrachtung. Abschließend meine 2 Cent. Ich war erschrocken über den Post von Ricarda Lang. Nicht darüber, dass sie sich dazu ausgelassen hat. Sie lässt sich wirklich zu allem aus, ungeachtet der Tatsache, ob sie da eine Ahnung hat oder nicht. Sondern ich war erschrocken, dass es mittlerweile keinen mehr stört, dass jemand, der hier über keine Fachkenntnis verfügt, aber über Verantwortung, denn derjenige steht an der Spitze einer politischen Organisation, so einen Tweet einfach so rausbläst. Aus reiner Effekthascherei. Hier müssen wir aufpassen, denn das hat mit Mitteilung und Kommunikation viel weniger zu tun, als mit dem, was irgendwann mal tatsächlich Propaganda genannt wurde. In diesem Sinne, passt auf euch auf.